Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Lagerraum für Töpfe und Anzuchtplatten. Der liebe Malte alias Chili Garden Freak hat mich angefragt, ob ich an der Chili Challenge 2024 teilnehmen möchte. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Video und somit wisst ihr auch schon, dass ich zugesagt habe. Da ich sowieso verschiedene Chili-Arten in die Anzucht bringe und noch eine Sorte für mich für die Challenge übrig war, bin ich dabei. Ich werde diesmal etwas anders vorgehen und ein paar Sachen ändern im Vergleich zum letzten Jahr. Zuerst schnappe ich mir eine von diesen größeren Anzuchtplatten, denn ich habe vor, hier jeweils ein Saatkorn reinzumachen. Zur Aussaat nehme ich sonst gerne die Anzuchtplatten mit den kleineren Löchern hier, wo auch mehr reinpasst. Aber jetzt für die Chilis, für die erste Runde, die jetzt schon dran sind, reichen hier auch weniger. Und ich habe auch vor, die etwas länger in den Töpfen zu lassen, um vielleicht eine Umpflanzung auszulassen und so einen Pflanzschock weniger zu haben. Da ich immer mal gefragt werde, welches Zubehör ich hier genau benutze, habe ich euch die Links in die Videobeschreibung gepackt. Also kommt so eine 24er Anzuchtplatte samt Untersetzer natürlich mit zum Komposthaufen. Den haben wir ausgesiebt und da ist hier ein schöner, krümeliger Erdhaufen entstanden. Komposterde hat ja noch gar nicht so viele Inhaltsstoffe. Deswegen ist sie auch zur Anzucht recht gut geeignet. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich mache hier nicht die ganze Platte voll, sondern erstmal nur 2 Drittel der Felder. Immerhin kommen im Laufe der nächsten Wochen und Monate hier auch noch mehr Pflanzen mit in die Voranzucht, zum Beispiel auch die Tomaten. Und ich habe nur 2 Räume, wo ich die Pflanzen sehr gut unterbringen kann, bis April oder Mai, bis sie rausgepflanzt werden können. Und auch da ist der Platz unter den Pflanzenlampen begrenzt. Deswegen werde ich hier nur eine gewisse Auswahl aussehen von verschiedenen Pflanzen, in der Hoffnung, dass von jeder Sorte eine groß wird. Die Töpfe mache ich jetzt auch nicht ganz voll, sondern lasse hier noch so 1,5 cm bis nach oben, sodass, falls doch mal ein Keimling etwas zu sehr an die Höhe wächst, ich noch etwas Erde auffüllen und das Pflänzchen stabilisieren kann. Im letzten Jahr habe ich die Chilisamen ja auch noch vorquellen lassen in warmen Tee. Diesmal gehe ich ja ganz pragmatisch vor. Das kommt in kalte Erde, wird auch mit kaltem Regenwasser angegossen, aber dann kommt es natürlich ins Warme, entweder an den Kamin oder auf eine Heizmatte. Ich habe hier ganz verschiedene Samen von Chilisorten in meinem Vorrat. Zum Teil von Leuten, die welche mitgebracht haben, aus selbstgewonnenen oder von Reisen. Zum Teil aber auch ein Chilisortenmix. Da sind auch sehr scharfe Sorten dabei, wie die Carolina Reaper. Die werde ich hier nicht mit anbauen. Auch die ganz milden Sorten, die man ähnlich gut essen kann wie Paprika, die keine Schärfe haben, die bleiben jetzt erstmal noch außen vor. Für die Chili Challenge 2024 blieb mir noch die Sorte Cayenne. Von der habe ich von 2 verschiedenen Herstellern noch jeweils 2 Samen. Das heißt, die bringe ich jetzt in die Anzucht und das stärkste dieser 4 Pflänzchen schicke ich dann in die Chili Challenge. Die Chili Challenge vom Malte hatte den Aufhänger, die größte Chili-Pflanze zu züchten. Natürlich wissen wir, dass es wenig Sinn macht, eine riesige Pflanze zu züchten, denn das sagt noch gar nichts darüber aus, ob und wie gut der Ertrag und die Früchte dann auch sind. Und da die Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Chili-Sorten und mit ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen in der Challenge herangehen, ist die Vergleichbarkeit sowieso schwierig. Natürlich macht es auch einen riesigen Unterschied, ob man die Chili im Rheinland oder im Allgäu züchtet. Es soll eher darum gehen, herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Pflanzen am besten gedeihen. Und natürlich kann man sich so auch viele Ideen und Inspiration holen für Chilisorten und auch für deren Verwendungsmöglichkeiten. Und vermutlich gibt es dabei auch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Mein Ansatz ist, möglichst biologisch zu gärtnern, deswegen nehme ich hier auch einfach den selbst erzeugten Kompost und ich werde auch mit natürlichen Mitteln düngen und mit nichts, was man so im Laden kaufen kann, sodass ich zum Düngen eher Mist besorgen werde und auch Pflanzenjauchen nutze. Und wie gut das funktioniert, das werden wir im Laufe des Jahres beobachten. Und deswegen dokumentieren hier alle Beteiligten an der Challenge ihre Chilis im Laufe der Saison. Ich verlinke euch mal den Kanal von Malte, dem Chili Garden Freak, sodass ihr an seinen letzten Videos auch nochmal schauen könnt, worum es bei der Challenge geht und wer alles teilnimmt. Normalerweise würde ich hier jetzt auch noch die einzelnen Felder beschriften mit kleinen Schildchen oder mir einen Zettel machen, welche Samen ich wohin gesät habe. Da ich jetzt aber die Videodokumentation habe, reicht es auch, die Pflanzen später zu beschriften und dann brauche ich nur Schilder für die machen, die auch wirklich aufgegangen sind.
Ich bringe die Chilis hier nur ganz flach unter die Erde, einfach mit dem selbstgeschnitzten Pikierstab etwas reindrücken oder einfach mit etwas Erde bedecken und etwas andrücken. Dann nehme ich jetzt von jedem Saatgut zwei Körner und falls da eine Sorte gar nicht keimt, kann ich in 10 Tagen bis 2 Wochen das ja feststellen und da nochmal nachsehen. Ich weiß nicht genau, wie lange sich Chilisamen halten. Zum Teil steht hier auch 2022 auf dem gekauften Saatgut, aber wir testen einfach mal, ob das noch keimt. Natürlich liegt es auch etwas an der Lagerung vom Saatgut. Das sollte trocken gelagert sein in einem Raum mit möglichst wenigen Temperaturschwankungen. Die Samen hier von meiner Jalapeno sind schon am Zerkrümeln, das heißt, die Sorte wird hier gerade nichts mehr. Da gehe ich nochmal in meinen Saatgutschrank nachschauen, was wir noch Schönes haben. Hier kommt noch ein Habanero-Mix rein und die große Chili von Marco kriegt hier auch noch mehrere Felder. Dann schnappe ich mir meine Ballpumpe. Mit der kann man sehr vorsichtig angießen, noch sachter als mit so einer Kindergießkanne, finde ich, und man kann es besser regulieren. Die lasse ich einfach mit Regenwasser vollsaugen und dann werden die Töpfe einmal gut angegossen. Später werde ich hier von unten in der Schale gießen. Das vermeidet auch wieder, dass sich so Schädlinge wie die Trauermücken ansiedeln. Aber für den Anfang und damit sich die Erde auch gut um die Samenkörner legt, gieße ich einmal von oben. Ich könnte das Ganze jetzt bei mir zum Keimen an den Kamin stellen, denn das braucht schon gut um die 20 Grad, damit die Chilisamen hier auch keimen. Allerdings schwankt bei mir die Temperatur am Kamin üblicherweise, denn nachts ist er aus und morgens und abends ist er an. Deswegen entscheide ich mich hier für eine Heizmatte. Die ist vom Format nicht ganz geeignet für diese Quickpot-Platten, aber es reicht dennoch gerade so aus, damit hier jeder Topf die nötige Wärme zum Keimen bekommt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie die Stromkosten für die ganzen Sachen der Voranzucht so ausfallen. Das verlinke ich euch nochmal in den Infokarten und in der Videobeschreibung. Die bleibt jetzt ein paar Tage an, ich denke mal so 4 oder 5, bis sich die ersten Keimlinge zeigen und dann wird die Matte auch wieder ausgestellt und die Keimlinge bekommen Licht. Dafür habe ich hier Pflanzenlampen in verschiedenen Varianten. Einige sind zum Aufhängen, eine ist zum an den Tisch klemmen. Und eine hat ein Stativ zum Hinstellen mit beweglichen Lampenköpfen. Die sind jetzt eher aus dem unteren Preissegment und wie gesagt, ich packe euch die Links zu meinem Zubehör in die Videobeschreibung. Dann heißt es jetzt Geduld haben und die Töpfe schön feucht halten, denn durch die Wärmematte trocknet das auch ziemlich schnell aus. Auch für das künftige Gießen nutze ich hier das aufgefangene Regenwasser. Ich habe da noch ein paar Kannen im Gewächshaus stehen, wo sie auch nicht so schnell einfrieren. Das Wasser aus unserer Leitung wäre etwas zu kalkhaltig für die kleinen Pflanzen. Ja, ihr Lieben, wie geht ihr vor bei der Chili-Aussaat? Und wann beginnt ihr damit? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wie sich die Chilis entwickeln und wie ich dann weiter vorgehe, das seht ihr natürlich in den nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und tschüss!